Wir wollen mit der Demonstration deutlich machen, dass Sie in ganz und gar populistischer Manier davon reden, die Gewalt in Fußballstadien zu minimieren. Es geht Ihnen aber nur darum, neue Sicherheits- und Überwachungsstrategien an den Fußballfans auszuprobieren. Dass Sie nur davon reden, aus dem NSU-Skandal gelernt zu haben, aber in Wirklichkeit diesen Skandal noch dazu benutzen, Geheimdienstkompetenzen auszubauen und mit der Polizei verzahnen wollen. Dass Sie zwar von NPD-Verbot reden, aber gleichzeitig rassistische Politik betreiben. Ja, wir sind hier angekommen. Wir sind aus Orientplatz, Berlin, in Kreuzberg, ein Camp dort gebaut, aufgebaut und leben wir seit fast 2 Monaten. Und unsere Forderung war ganz deutlich: erstens mal Residenzpflicht, zweites Mal Lagerabschaffung, ja, geht, aber nicht im ganz Wald. Und dritte ist Arbeitserlaubnis. Leute sind hier in Deutschland seit 20 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre, keine Ausbildung, kein Schulumgang. Und deshalb sagen wir nein, jetzt es reicht. Die sollen uns ein bisschen hören, sonst sie machen alle Leute kaputt im Lager. Es wird weiter abgeschoben, Geflüchtete in Lagern untergebracht und unter unmenschlichsten Bedingungen entwürdigt und dort gehalten. Es werden weiterhin Fußballfans wegen Pyrotechnik kriminalisiert. Und solange das passiert, sagen wir, dass ganz klar Protest gegen dieses Treffen der Innenminister nötig und angebracht ist. IMK versenken, Verfassungsschutz auflösen, weg mit den Grenzen! Wir kochen ab Mittwoch in Warnemünde im Neptun Hotel. Es wird ein Gaumenschmaus, wie jedes Jahr. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, dass so viele Leute hier sind. Wir sind jetzt hier auf der Demonstration und ja, wir hoffen hier ein paar von den Demonstrierenden, die sind ja offensichtlich wegen uns hier, auf den rechten Weg zurückzubringen. Wir werden sehen, was wir machen können, wie viele wir werben können für unser Anliegen.